dann wirft man mir vor, ich würde mich politisieren. Ich weiß sogar, dass sogar leider Gottes, was mir schmerzt, viele nicht mehr meine YouTube lesen, weil da Gewisses von Politik steht. Meine Lieben, es hat geheißen, das geht der Kirche nichts an, Politik. Die Regierung ist über dem Priester, dem Glauben. So, wie blind seid ihr denn? Wer ist der Herr von allem? Hatte nicht Jesus zum... Wer war das schon wieder? Ja, Pilatus gesagt, danke. Du hättest nicht die Macht, wenn Gott es dir nicht gegeben worden wäre oder zugelassen, dass ihr die Macht hast. Nehmen wir mal gerade heute, nehmen wir mal Johannes der Täufer. Es ist ein wunderbar schönes Bild. Aber so zahm, der Johannes, mein Gott, er hat gefeuert von im Reden. Jetzt bin ich wieder weg. Hat nicht er, Johannes der Täufer, sich in die Politik eingemischt? Und wie? Sagt er nicht sogar dem König, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu heiraten. Er hat es gesagt, obwohl er dann halt den Kopf abgeschlagen bekam. Also gut, wer hatte mehr Rechte? Der Staat, der nicht schauen sollte, dass es den Menschen gut geht? Körperlich, mental und alles. Oder den Herr, Heiland sagt selber, der die Macht hat, dich noch zur Hölle schicken. Oder der Staat hat nur eine Spanne von höchstens 120 Jahre. Und Gott ewig. Für eine Ewigkeit, was ist jetzt gescheiter? Wenn der Staat etwas sagt, was gegen Gott ist. Was sagte Petrus, Johannes, der Kirchenvertreter, hohen Priestern? Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann kann ich die Politik gar nicht akzeptieren. Schon gar nicht wie eine Merkel, wo voll des teuflischen Rauches ist. Es ist nicht nur, dass es in sich hat, man sieht es ja, kommt ja raus, der Dampf. Das ist aber nicht die einzige. Ich kann einfach nur sagen, ich sehe immer wieder, dass da oder dort wieder jemand sehr gut redet. Vielleicht jetzt nicht gerade, wenn es im christlichen Sinn ist, aber in der politischen Art, was da läuft und geht. Da hat es da und dort schon sehr gute Leute, wo immer auch reden. Aber in der Christenlehre, wie der Heiland es sieht. Vielleicht bin ich ein bisschen extrem. Ich wäre kein Prophet, ich wäre kein Werkzeug Gottes, wenn ich nicht extrem wäre. Denn das sollte jeder wissen, dass Vorgesetzte so das wissen, wenn etwas so verlangt, dann bekommt er das. Wenn er so viel verlangt, bekommt er das. Noch einmal, erschreckt nicht und erlahmt nicht,
sagt nicht, es hat doch keinen Sinn, ich falle immer wieder in diese Sünde hinein. Ich falle immer wieder Versuchungen dieser jener Art. Hat doch keinen Sinn, nein. Es ist Kampf. Ein Soldat, der in den Krieg zieht, der ist sehr tapfer, dann bekommt er hier da mal eine Kugel, bis er verletzt ist. Dann geht er halt ins Spital. Komisch gesund, geht er wieder raus, kämpft weiter. Das 3-4 Mal, zuletzt kommt der General in das Spital und sagt, Junge, du hast gut gearbeitet für uns, für das Land, hast du gekämpft, du darfst jetzt nach Hause. Er sagt, nein, ich gehe, ich will fürs Vaterland, nicht für EU, fürs Vaterland will ich kämpfen. Wenn ihr kein Vaterland mehr habt, dann habt ihr eben kein Vaterland mehr. Wo seid ihr zu Hause? Ein Deutscher kann doch nicht italienisch werden, oder? Die Charaktere von einem Spanier oder so, muchas gracias, das geht doch nicht. Das sind so verschiedene, aber eben das will jetzt nun, das will die ganz oben, dass es ein Mischmasch gibt mit einem Mischmasch. Das ist eben ein Mischmasch. Mit den Leuten kann man nichts anfangen. Nur der Nationalstolz, der Gesunde. Ihr müsst doch ein Vaterland haben. Habt ihr nicht mal mehr Mutterland oder Vaterland? Das wollen die gar nicht, die wollen mischen. Die Weißbleichgesichter, die wollen ja nicht mehr gebären. Dann holt die Farbigen, die gebären wie eine Gebärmaschine, hintereinander. Und dann tun die untereinander noch zusammenkommen. Und dann haben wir tatsächlich eine exotische Menschheit. Mit denen kann man dann alles machen. Man kann es ja heute schon. Man spricht von einem Chips. Ja, ich glaube, in Belgien und in Schweden wird das schon gemacht. Aber ich rede ganz von einem anderen Chips. Der ist nicht in Ordnung. Aber es gibt noch ganz anderen Chips. Den teuflischen Chips. Und den haben über 80% schon. Ich mag es nicht, ich sage noch einmal, es gibt jetzt auch so Redner, wo sagen, was eigentlich los ist mit der Politik. Ich finde es sehr gut. Wenn sie dann reden, etwas Vages, dann wird ausgeklatscht und kollabiert. Schwitzerisch gesagt. Mich ekelt solches Klatschen. Aber draußen waren sie kein Wort mehr. Das sind genau wie die sogenannten Christen, die jeden Sonntag in die Messe gehen, in der Kirche, kaum sind sie draußen, wird schon böse wieder geredet über andere und so. Das Christsein ist schon wieder vorbei. Das sind ja auch die, die klatschen. Aber sie wagen es nicht einzugestehen. Sie wagen es draußen nicht einmal, ein Kreuz zu zeigen. Oder vielleicht es, bevor sie essen, ein kurzer Gedanke, Gebet oder so, könnten ja die anderen merken. Gell? Seht ihr, wie Feiglinge das sind? Aber man will halt nicht gern in den eigenen Spiegel schauen. Es ist angenehmer, wenn man seine Fehler den anderen vorwirft, der soll die Fehler haben, der nicht ich. Eins kann ich verraten, wenn ihr sterbt und ihr steht vor Jesus, dann wirst du nichts mehr sagen.